ausgeschlossen wird. Einmal diskutieren und streiten wie Politiker und das auch noch in passender Kulisse. Die Bremer Finalisten des Wettbewerbes Jugend debattiert zeigten am Donnerstagnachmittag in der Bremer Bürgerschaft vor großem Publikum und einer prominenten Jury, was sie rhetorisch drauf hatten. Doch worauf kommt es überhaupt an beim Debattieren? Erstens, gut zuhören. Keiner kann besser reden, als er vorher zugehört hat. Zweitens, auf die anderen eingehen. Eine Debatte soll ja gerade herausbringen, was von unterschiedlichen Standpunkten her gesehen wird. Und drittens, dass man sich klar macht, in einer Debatte wollen wir das Thema besser verstehen. Also kommt es darauf an, so zu reden, dass uns deutlicher wird, worum geht es, was steht auf dem Spiel, warum ist das jetzt wichtig. Wichtig ist bei Jugend debattiert neben guten Argumenten aber auch ein gutes Zeitmanagement. Denn es nützt auch das überzeugendste Argument nichts, wenn es Punktabzug dafür gibt, weil der Redner nicht auf den Punkt kommt. Frieda Mehrath schaffte es im letzten Jahr bis auf Platz 2. Damit qualifizierte sie sich für den Bundeswettbewerb in Berlin. Man lernt während des Debattierens unglaublich viele Leute kennen. Wir haben ja eine AG davor, wo wir das zusammen machen. Das macht sehr viel Spaß, mit den anderen zusammen zu debattieren, sich auseinanderzusetzen. Man setzt sich mit vielen interessanten Themen auseinander. Man lernt sehr viel dabei, wenn man sich so intensiv mit den Themen auseinandersetzt. Das macht einfach Spaß. Nach dem Schlagabtausch zog sich die Jury zur Beratung zurück. Währenddessen konnten sich die Zuschauer mithilfe von Karten für eine Seite entscheiden. Das hatte jedoch keinen Einfluss auf die Platzierung. Ohnehin ist der Wettbewerb mit anderen nicht der einzige Zweck von Jugend debattiert. Wenn wir uns die Kriterien anschauen, nach denen wir hier Debatten bewerten, Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit, Überzeugungskraft, sieht man, das ist aber nicht nur in der Politik, sondern auch in der Schule, im Berufsleben, ja sogar in Freizeit und Familie wichtig, dass man diese Dinge hat und kann. Dass sie alle diese Fähigkeiten haben, stand außer Frage. Am Ende ergatterten sich aber nur die beiden Erstplatzierten aus jeweils zwei Altersklassen ein Ticket zum Bundeswettbewerb nach Berlin.